kleine Mission. Und zwar, manche kennen das hier vielleicht. Das ist ein bisschen nicht so praktisch. Mir geht das Teil immer kaputt. Also das ist von meiner Radtasche. Und hier gehen die Kugellager irgendwie mal raus. Und ich gehe jetzt mal in den Baumarkt und versuche, was Besseres zu finden. Oh, die Rolle hier ist schon richtig abgeschliffen. Große Rollen gekauft, richtig stabile. Hinten zwei feste, vorne zwei Variable. Die Variablen, die verlieren immer die Kugellager, deshalb hinten zwei feste. LKW-Prinzip, hinten fest, vorne. Mal gucken, ob das klappt. Und den gibt es auch noch. Okay, allabendliches Ritual, Trainingsdateien runterladen. Übrigens, ich habe jetzt zwei Athleten, die ich betreue, die sich auf Ironman Rügen vorbereiten. Ihr könnt mich ja mal wissen lassen, wer von euch noch so beim Ironman Rügen startet. Gibt jetzt einige, finde ich eigentlich ganz interessant. Leider bin ich da schon in Amerika, beziehungsweise ist ja das gleiche Wochenende wie die 73 WM. Da bin ich dann selber am Racen. Aber ja, würde mich mal interessieren, weil ich denke, es ist ein ganz cooles Rennen und vielleicht startet ja Ronny auch noch. Ich würde es cool finden auf jeden Fall. So. Okay, also dann will ich euch gleich auch nochmal ein kleines Update zum Training geben. Und zwar wie folgt. Ich hatte jetzt, ich mache 3 Wochen Belastung, 1 Woche Entlastung bzw. reduziertes Volumen und dann steigere ich wieder. Ich habe jetzt, das System ist 1200, 1400, 1600, 1700 TSS. Das sind die 4 Wochen und ja. Um mal so grob zu sagen, in welche Richtung es jetzt geht, da wisst ihr ungefähr, warum ich auch zurzeit nicht ganz so viele Videos geschafft habe, beziehungsweise aus meinem Montag-Freitag-Rhythmus ein bisschen rausgerissen wurde. Ich muss mein Training wettermäßig immer ein bisschen adaptieren und ja, das grätscht mir manchmal ein bisschen die Beine weg und ich bin einfach nur grau. Aber ich merke, wie langsam, aber sicher ein bisschen was vorwärts geht. Also ich denke, besser drauf als in Südafrika bin ich mittlerweile. Und ja, Rapperswil steht ja ins Haus. Die Strecke ist recht hart, also ich denke, da braucht man einen richtig guten Radsplit, weil da sind dann schon recht längere Anstiege dabei, mittellang, sage ich mal, aber halt einige Rampen, wo ich sagen würde, die kann ich gar nicht unbedingt unter 400 Watt fahren. Ich habe jetzt 42,25 drauf, würde mir noch einen 28er hinten raufbauen. Aber selbst damit, wenn ich dann trotzdem 42,25 hochfahren, habe ich die 2 hinten noch als Rettung. Nein. Also auf jeden Fall denke ich schon, dass man da es abkönnen muss, immer mal eine Minute oder 2 400 Watt plus zu fahren. Und darauf bereite ich mich jetzt im Training auch vor. Aber ja, ich bin gespannt, weil es dann halt schon dann zum Lauf hin auch nochmal bergab geht und so, wie sich das dann so anfühlt. Ich werde es dann auch nochmal testen, wenn ich wieder in der Schweiz bin. Was ich übrigens nächste Woche wieder bin. Ab 16. gehe ich wieder ins Wiesbaden. Bis zum 73 und danach mache ich hier eine Serie an Rennen in Deutschland. Ich denke, wird auch ganz cool. Und ich schulde euch noch was. Den Test vom Element. Aber da mache ich nochmal ein extra Video zu, also keine Sorge.
Yes!